Die Elite hat eine massive Welle der Zerstörung hinterlassen, als sie kaltblütig Experimente in der zivilen Bevölkerung durchführten, so als ob wir Laborratten wären. Eine Reihe Untersuchungen des Kongresses haben aufgedeckt, dass mehr als 20.000 geheime Tests gegen die amerikanische Bevölkerung während den Jahren 1910 und 2000 durchgeführt wurden. Eine gut bekannte Eugenikstudie, das Tuskegee-Syphilis-Projekt, tötete Hunderte von Schwarzen und es dauerte 40 Jahre, bevor das Schweigen gebrochen wurde, bis im Jahre 1972 alles aufgedeckt wurde. Von 1943 bis heute testeten die Briten tödliches Nervengas an ihrer eigenen Landbevölkerung, zu Luft und See. Viele sind sofort gestorben, andere starben grauenvolle Tode über viele Jahre. Die föderale Regierung beschloss geheime Strahlungsexperimente an Tausenden von nicht einverstandenen Patienten, Hunderte von Krankenhäusern in den USA. Injizierten gesunden Männern, Frauen und Kindern Uranium und Plutonium. In einer Dosis von nicht therapeutischer bis tödlicher Wirkung. Viele von den Testsubjekten wurden getötet. Den schwangeren Frauen der GIs wurden von Armeeärzten Vitamine verabreicht, welches das hochradioaktive Uran-239 und Plutonium-241 enthielten. Daraus resultierten schmerzhafte Fehlgeburten und der Tod der Mutter. Soldaten, Seeleute und Marines wurden als Versuchskaninchen benutzt in Hunderten von Atom- und Wasserstoffbombentests. Patriotische Amerikaner wurden radioaktiv verseucht, nebeneinander mit Labortieren. Piloten wurden wiederholt gezwungen, durch die Wolken der Atompilze mit der DNA-zerstörenden Strahlung zu fliegen. Von 1951 bis 1961 bezahlte die US-Armee an das israelische Gesundheitsministerium 3 Millionen Lira, um an sephardischen Kindern Strahlungstests durchzuführen, welche nach Israel emigriert wurden. Die regierungsgeführten öffentlichen Schulen würden den Kindern erzählen, dass sie zu einer medizinischen Untersuchung gebracht und dort geröntgt werden. Das Pentagon hat bereits mehr als 4000 Kinder in den Vereinigten Staaten institutionalisiert. Viele von ihnen starben. Mehr als 110.000 der dunkelhäutigen Juden wurden 35.000 Mal die maximale Dosis der Röntgenstrahlung auf den Kopf gerichtet. Immer wieder. Viele dieser Kinder sind innerhalb von Monaten gestorben. Alle von ihnen verloren ihre Haare. Einige von ihnen leben heute immer noch und erdulden entsetzliche gesundheitliche Probleme. Die heimlichen chemischen, biologischen und radiologischen Tests durch Agenten an der ahnungslosen Bevölkerung werden heute immer noch weltweit fortgesetzt. Von 1940 bis 1979 wurde ein enormer Teil der britischen Bevölkerung durch Flugzeuge mehr als 2000 Mal mit tödlichen, chemischen und Mikroorganismen besprüht, ohne dass ihnen das jemals mitgeteilt worden wäre. Da muss ich vielleicht nochmal zu sagen, dass es ja quasi zugegeben ist, sowohl von den Engländern als auch von den Amerikanern, dass den Leuten solche Dinge auch auf den Kopf geschmissen werden dürfen. Also ich habe hier zum Beispiel ein Gesetz vorliegen, also ein US-Gesetz, erlaubt biologische, chemische Tests an der eigenen Bevölkerung. Und davon müssen wir einfach ausgehen. Das klingt unglaublich, aber es war. Und zwar nenne ich Ihnen nochmal die Nummer des Gesetzes, wenn das mir einer nicht glaubt. Also das ist Public Law 95-79, in Klammern PL 95-79, Titel 50, Chapter 32, Section 1520. Und zwar ist das benannt Chemical and Biological Warfare Programm. Also ich sage das mal gleich in Deutsch hier. Also chemisches und biologisches Kriegsprogramm. Die Nutzung von menschlichen Subjekten ist erlaubt für Tests von chemischen und biologischen Agenzien durch das Verteidigungsministerium. Ich will jetzt nicht den ganzen Text vorlegen, aber das können Sie bei mir abrufen, wenn Sie das haben wollen. Das müssen Sie sich mal reinziehen. Das ist gesetzlich erlaubt, amerikanische Bürger mit solchen Zeug zu beschmeißen. Ja?
Und nicht nur in amerikanischen, sondern in England, also von Deutschland habe ich jetzt nicht diese Unterlagen, aber in England ist es genauso gewesen. Bis in die späten 70er Jahre über der englischen Bevölkerung biologische und chemische Kampfmittel ausprobiert wurden. Das klingt ungeheuerlich, ich weiß, aber was im Fernsehen schon bestätigt wurde, nach 30 Jahren, meistens sind ja die Geheimhaltungszeiten um, ja, dass die Amerikaner damals die Fallout-Tests, die sie da gemacht haben, also mit radioaktiven Materialien, so weit gingen, dass sie nicht nur die Stadt St. George da mehr oder weniger absichtlich verseucht haben und dann anschließend geheime Gesundheitsuntersuchungen angestellt haben. Nein, sie haben sogar US-Bürger mit Plutonium gespritzt und so weiter. Ja, will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, aber es war ein großes Gebiet, wo ich bei Greenpeace mitgearbeitet habe. Diese Dinge haben Staaten schon immer gemacht. Also der naive, liebe, gute Bürger, der also ganz christlich erzogen ist, kann sich ja gar nicht vorstellen, von was für Figuren wir regiert werden. Ja? Dass diese Dinge spielen für die Leute keine Rolle, wenn es um Macht geht. Das muss man einfach dazu sagen. Das heißt, wir können fest davon ausgehen, dass uns so ein Mist auf den Kopf geschmissen wird.